Hallihallo, Trudi ist wieder da, gecheckt. Und zwar, jetzt geht's wieder los. Es ist Freitag, 14:15 Uhr. Wir starten mit der Fragerunde. Los geht's. Ja, wir sind wieder da und heute haben wir wieder eine tolle Frage, diesmal von einem Kerl und ich frage jetzt los. Bevor ich aber das Ganze beginne, wollte ich sagen, vergiss nicht zu abonnieren, vergiss nicht zu teilen, vergiss nicht zu liken und ich danke euch dafür, macht es weiterhin und abonniert mich natürlich und die Glocke nicht vergessen, die Glocke, die Glocke, die schöne Glocke, die schöne Glocke. Ja, und teilt weiter und vielen Dank dafür und ja, hab schon alles gesagt und würde sagen, wir starten jetzt mit der Frage, wa? Tja. Zu der besagten Frage, die ich jetzt anfange, werde ich natürlich wieder Zuschauer einschalten und die per Squeaks, oh mein Gott, ich habe es diesmal richtig gesagt, Zuschauer auch zu mich holen. Ich versuche zwei zu erreichen, ob das geht. Falls nicht, dann werde ich eine mindestens erreichen und die Meinung natürlich holen. Und ihr seid natürlich wieder gespannt. Wir werden das einschalten und starten jetzt los. Tja, wir fangen jetzt mit der Frage an und ich hoffe, dass die natürlich mal wieder so spannend ist wie die letzten anderen. Los geht's! Hallo Trudy, mein Name ist Daniel, ich bin 18 Jahre alt. Ich wollte wissen, was du von Fasten hältst. Okay. Ich würde es nämlich gerne probieren, da ich ein paar Kilo abnehmen möchte und meine Freundin so einen Gefallen tun will. Sie sagt nichts, aber ich merke schon, dass sie sich gestört fühlt. Hä? Nochmal. Sie sagt nichts, aber ich merke schon, dass sie sich gestört fühlt, dass ich die letzten Jahre ein bisschen was zugelegt habe. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert und wollte allgemein wissen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Kannst du mir dabei helfen? Viele Grüße, Daniel, 18 Jahre alt. Ja, ich kann dir meine Meinung geben. Ich kann dir die Meinung der anderen auch geben. Und wir fragen jetzt mal ein bisschen rum, während ich dir meine Meinung jetzt gebe. Ich allgemein halte vom Fasten nicht viel, wenn man so jung ist. Ich denke, Fasten ist wirklich für Leute, die halt schon in einem gewissen 20er-Raum mindestens sind, weil 18, dein Körper entwickelt sich noch. Ich denke nicht, dass das jetzt schon für dich okay. Es sei denn, du machst es aus religiösen Gründen, wie die meisten jetzt machen, oder sonst immer die Muslime das meistens machen. Und ja, da kann das sein, dass es natürlich okay ist und ich finde es in Ordnung, wenn es alles im Rahmen bleibt, ist es okay. Aber allgemein das einfach nur so und extra noch dazu, dass du das für eine Freundin machen willst, finde ich ist nicht gerade angebracht, aber das ist auch, wie gesagt, nur meine Meinung. Das musst du selber entscheiden, immer. Und schau einfach mal, was die anderen Leute dazu sagen. Wir schalten das jetzt nämlich an. Hallo? Hallo? Irgendwie. Ja, der Empfang bei dir ist irgendwie ein bisschen. Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn? Hallo, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Mit mir. Okay, und du bist aus wo? Münsterland. Aus Münsterland, okay, ich bin aus München. Hi. Fängt ja gleich an. Okay. Also, ich habe das mittlerweile seit 3 Wochen und ich verwende das eigentlich zum Großteil für mein YouTube-Video. Denn ich kriege ja Fragen gestellt und durch die App lasse ich einfach die Leute mitreden und ihre Meinung dazu sagen.
Wenn du Bock hast, kannst du jetzt auch mitmachen. Nee. Wie nee? Die Frage ist simpel. Was? Die Frage ist sehr simpel. Ich brauche nur eine Meinung. Du brauchst nur eine Meinung? Ja. Ja. Dann kannst du die Frage auch so stellen. Ja, und zwar, was hältst du von Fasten mit 18? Fasten mit 18? Ja. Fasten im Sinne von nichts mehr essen und nichts mehr trinken? Genau, nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und der Daniel, der mir die Frage gestellt hat, möchte das mal versuchen und hat mich gefragt, was ich davon halte. Für das Alter habe ich gesagt, das ist zu jung. Aber es kann sein, dass man das aus religiösen Gründen macht. Das ist komplett was anderes. Ja, das war jetzt meine nächste Frage. Aus welchem Grund sollte man das machen? Nicht aus welchem Grund man das überhaupt macht. Es ging dabei, dass er das für seine Freundin machen möchte, da er sie dadurch überraschen will, ein paar Kilos weniger zu haben. Dann ist Fasten nicht die beste Option. Wieso nicht? Heutzutage macht es irgendwie jeder irgendwelche Kuren, oder? Dann kriegt man einen Jojo-Effekt. Okay. Gut. Ja, das ist das. Da könntest du recht haben. Aber für das Alter ist es auch nicht geeignet, denke ich. Also ein Alter ist ja theoretisch ja erstmal zweitrangig. Okay. Das liegt aus welchen Gründen das macht. Wenn man es für Freunde macht, abzunehmen, nein, Religion auch nicht. Wenn man es halt sagt von, ja, ich weiß nicht, irgendwie von, ich möchte jetzt mal was Gutes tun und mal weniger Fleisch essen, auf diese Weise fasten, das kann ich nachvollziehen. Okay. Gut, das war's. Von der einen Seite ist es okay, wenn du das für dich machst, wenn du sagst, okay, ich will das probieren, ich will vielleicht dadurch ein bisschen was abnehmen und mal das ausprobieren, okay. Aber wenn du das für irgendjemand anderes machst oder für eine Freundin oder für religiösen Gründen, weil das ist immer so das Problem mit dem Jojo-Effekt, wie er es so schön beschrieben hat, das ist halt so eine Sache. Deswegen hoffe ich, dass du daraus eine schöne Antwort haben kannst für dich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und am Sonntag stelle ich ein Buch vor und dieses Buch wird dann verlost. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Von daher schaltet am Sonntag ein um 18.50 Uhr, da bin ich wieder on air und bedanke mich dementsprechend. Weiterschauen, ältere Videos anschauen und mich abonnieren, wie immer. Einen schönen Wochenende, eure Trudi. Ciao, ciao.